Okay, ich habe Freaks noch einen Hit gegeben. Okay, bei mir laggt, bei mir laggt, bei mir laggt. Okay, bei mir laggt nicht so. Okay, die gehen jetzt beide auf mich. Ich hau ab, ich setze einen Wassereimer. Moin Moin, meine lieben Glöschers. Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hashtag Titan 2. Wir gehen auf 3, 2, 1. Hallo, ich bin auch dabei. Weil habe ich vergessen, Bumsäuge ist natürlich auch mit dabei. Wer hätte es so gedacht? Okay, nice. In unserer Nähe war, by the way, niemand, weil woher weißt du das? Unsere Öfen hier nicht despawned sind, die ich letzte Folge nicht mehr ganz abbauen konnte. Killer. Sind nicht despawned. Wie so sieht's denn aus? Okay, oh mein Gott. Okay. Freaks LP und Mindchust sind hier. Auf dem Server gleich nachgejoint, okay. Nachgejoint, die waren vor uns drauf. Aber ich glaube. Hä? Achso, hier, warte, warte, Killer, Killer. Hier, ich geb dir das. Hast du einen Apfel? Weil dann könnte ich theoretisch noch zwei Äpfel machen. Wir suchen ja die Äpfel. Deswegen haben wir ja hier alles, oder hab ich hier ja alles geholzt. Damit da vielleicht irgendwo Äpfel sind. Ach, du hast sonst gar nichts mehr. Okay. Nee, nee. Okay, das verstehe ich schon. So, warte mal. Ich kann nochmal den Amboss hinstellen, das wäre sehr, sehr nice. Den Amboss? Okay, warte mal. So. Warte, Sharpness. Ich weiß nicht, ich kann gar keinen Sharpness. Warte mal, lol, ich hab Steam noch offen. Moment, das muss ich eben schließen. Immer in meiner Aufnahme ist immer alles irgendwie so ein bisschen scheiße. Also echt ein bisschen nervig hier. Du, hast du mir noch Essen? Ich brauch noch Essen. Ja, hab ich. Nee, ich hab gar nichts mehr zu essen. Scheiße, ich hab nichts zu essen mehr. Also ich hab null. Ich hab auch null. Warte, das heißt, wir haben jetzt nichts zu essen. Oh Gott, und das wird wie. Das wird unser Tod sein. Ich habe in der letzten Folge irgendwie tausendmal gesagt, dass ich nichts mehr zu essen habe. Aber ist natürlich schön, wie du mich ignorierst. Das ist super. Ah, doch, doch, ich habe noch 5 Melonen, komm her. 5 Melonen? Ja. Richtig viel. Zum Glück hast du so viel zu essen, da bin ich richtig froh gerade. Bitte, bitte schön. Dankeschön. ja. Wir sollten jetzt halt nicht zu sehr rumrennen. Ja. Was ist denn der Plan der heutigen Folge? Wir werden heute. Oh, warte, warte, warte. Ich habe noch ein rohes Hühnchen. Du hast noch ein rohes Hühnchen. Dann los, mach das direkt in den Ofen. Okay. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich weiß nicht. Warte, und ich habe noch 2 rohe Schweinefleisch. 2 rohe Schweinefleisch. Oh, jetzt auf einmal kommen die ganzen Sachen hier. Warte, ich würde sagen, wir bauen hier mal unsere Verzauberungstische ab. Denn Leute, wir werden heute etwas fighten und zwar gegen das Team Just Freak. Deswegen, ich werde ein paar Sachen in Safe Inventory packen. Es kann natürlich alles passieren. Natürlich hoffen wir, dass wir gewinnen. Wir werden gewinnen. Ja, stimmt, sorry, ich habe mich vertan. Also ich bitte dich, bisschen Selbstvertrauen wäre nicht schlecht. So. Nicht schlecht, okay. Gut, 3 Diamanten hätte ich noch. Gut, also ich bin bereit. Wir müssen halt jetzt echt aufpassen. Die können jeden Moment hier irgendwo auftauchen. Ja, ich weiß. Ja, hast du noch Pfeile? Pfeile. Ich habe genügend Federn. Vielleicht kannst du mir noch 1-2 Steaks geben, so. Weißt du, das wäre jetzt nicht so. Ich gebe dir jetzt einfach das gebratene Hühnchen, ne? Ich habe jetzt einfach dann nichts zu essen, aber hier, das gebratene Hühnchen, nimm das. Ja, hast du. Ich dachte, du hast noch 2 Schweinefleisch. Ach so, ja, stimmt. Die muss ich auch noch braten, genau. Oh mein Gott. Ey, ich bin aufgeregt. Ich verstehe dich ein bisschen. Tut mir leid. Ich bin aufgeregt. Okay, Feuer. Feuer ist dort hin, aber ich weiß nicht, ob das schon lange dort ist. Ja, ich glaube, das war schon letzte Folge dort. So. War es schon dort? Sicher? Ja, ja. Ich weiß es eigentlich, weil Feuer liegt eigentlich bald mal. So, okay, gut. Dachte ich zumindest. Wie willst du die Goldäpfel einsetzen? Nicht gleich am Anfang, ne? Weil das wäre dumm. Ja, sicher nicht am Anfang. Also gerade die Diamantäpfel werden gefressen, wenn du fast tot bist. Okay. Und sonst aber gar nicht. Aber halt ein bisschen Ausschau nach Namen, weil die haben halt, dass das Problem ist bei ihnen, sie sind beide jetzt nicht so die PvP-Babas und Doomness oder sonst irgendwas. Aber das Equipment, ja. Natürlich beide sehr, sehr gutes Equipment. Und das ist halt, denke ich, so ein bisschen unser Problem. Es sollten wir, ja, hier oben am Baum ist es aber ganz gut, Killer, wenn wir hier wären. Weil dann sehen wir das alles. Ja, ja, aber die Frage ist halt aber, es ist schon gut, wenn wir hier oben sind, aber dann können sie uns auch einfach runterschießen. Ja gut, aber wenn ich die sehe, dann gehe ich runter. Oh mein Gott, Leute. Ich bin mega mäßig nervös. Killer, du doch auch, oder? Du doch auch. Weniger, weil ich genau weiß, ich werde diesmal nicht sterben. Du hast so viel Selbstvertrauen, ohne Witz, Leute. Ja, Killer, der wird mich heute so zur Sau machen in dieser Folge. Er wird heute richtig der Kommandant sein, weil ich einfach. Ich habe ein bisschen weniger Selbstvertrauen heute. Ich weiß auch nicht wieso.
Einfach nicht rumsprinten und rumhüpfen jetzt, weil sonst verlierst du nur Essen. Okay, ja, ich sneake nur einfach die ganze Zeit. Weil so. Wir haben an sich, können wir die easy fighten, weil wir haben echt auch gutes. Die haben aber auch jeweils 3 Goldäpfel, ne? Ah, die ja Goldäpfel, ja. Ich weiß, aber sie werden die nicht fressen, weil wir sie vorher hinabschlachten. Das ist das Problem. Wollen wir auf ein Ziel beide gehen? Mindjust? Was Mindjust? Wenn, dann gehen wir auf Freaks. Oder auf Freaks? Ja. Oder nicht? Wie du, also, oh Gott, ich weiß nicht. Oh Gott. Jetzt wird noch Nacht. Nacht ist nicht so. Wir haben letztes Mal auch in der Nacht gekämpft, Leute. Wir haben auch in der Nacht gekämpft. Und Klänkern haben wir am Tag getötet. Das sind die Zeichen. Oh Mann, Da hinten ist noch so ein Haus. Da weiß ich, dass dort, glaube ich, Crafting Pad letztens jetzt gerade war. Oh Gott. Da. Wo bist denn du? Hier, ich stehe neben dir. Hase. Stirbhase. Ich stehe neben dir. Wo bist du? Kannst du kurz den Ofen aufmachen? Aber ich habe noch Öfen. Zack. Hast du noch Kohle? Ich habe genug Kohle. Weißt du was, ich verbrenne einfach die Saplings. Juckt mich jetzt nicht. Ich habe aber genug Kohle. Zack. Ja, guck mal, da unten hier liegt ein Stack für dich. Ah, danke. Danke für diesen Stack Kohle. Das ist kein Stack, das sind nur 61. Das Problem ist halt, Pfeile habe ich keine. Hast du Pfeile, dann würde ich dir meinen Stärkebogen geben. Ich habe 6 Pfeile und ich habe Power 2 Bogen. Ach so, ja dann ist das natürlich gut. Dann hätte sich das geklärt. Die Frage ist aber nur, wo sind die? Sind auf dem Weg. Sind auf dem Weg, okay. Gib mal Quartz. Gib mal Quartz. Ich nehme auf. Nee, wer jetzt reinkommt, wird abgeschlachtet. Amena, wenn er jetzt nicht die Quartz gibt, dann töte ich ihn. Aber das tue ich auch so. Das war voll lustig. Wir warten. Weißt du was, jetzt verarscht er uns dann einfach so. Und sie kommen gar nicht. Wir stehen eine Folge lang hier und machen gar nichts. Tja, Leute, das wäre jetzt der ultimative Troll. Also wenn er das macht, Freaks, dann Respekt an dich für diesen Troll. Das möchte ich hier mal ganz so sagen. Warte, ich gehe mal kurz runter. Zu einem meiner Öfen hier. Warte, wo ist der? Wo habe ich die Sachen reingemacht? Nicht hier, da. Ich noch ein bisschen XP. Pass auf, Killer, ne? Pass auf. Ich wette mit dir, die sneaken auch irgendwo. Ich guck mir alles an. Ey, aber die sind bestimmt jeden Moment hier. Ja. Aber warte mal, durchs Wasser, denke ich, schwimmen die nicht. Das wäre dumm von denen. Weil im Endeffekt könnten wir die dann mit dem Bogen zuspammen. Die würden schon einiges an Herzen verlieren und die würden damit schon einen Diamant-Goldapfel verschwenden. Diamant-Goldäpfel. Diamantapfel, so. Düs. Ich schätze einfach, dass die von dieser Richtung kommen. Kann uns fast gar nichts passieren, weil sogar wenn, und das werden wir nicht, aber sogar wenn wir jetzt hier verrecken, ja, dann können wir einfach respawnen. Wisst ihr was, Killer, nächstes Mal wird Motivation. Oh, das sind die, okay. Da drüben. Oder da hinten. Okay. Hi. Jetzt haben die erstmal unser gutes Equipment gesehen hier. So, guck mal, was ich habe. Wussten sie das gar nicht? Nee, ich hab denen gesagt, ich hab sie drehen. Hast du denen gesagt? Ja. Also hast du einfach angelogen. Ja. So. Das ist richtig nett. So. Jetzt nicht, ist. Wissen, oh Gott, das ist. Kannst du dich erinnern wie letztes Mal? Wir müssen uns da irgendwie rüberbauen, obwohl da drüben sind See. Oh, er hat mich einmal mit dem Bogen getroffen, okay. Aber das ist kein Problem. Alter. Okay, die haben auf jeden Fall Pfeile. So. Okay, oh, ich sammle die Pfeile auch von denen. Ja, yeah, das ist da. Das beste Plan, Alter. Plötzlich hast du auch Pläne. Ich hab Pläne, Leute. Unter Druck bekommt er plötzlich Pläne. Okay, so, ihr dürft nicht vergessen, Leute, ich habe hier noch einen Verband, ne, das will ich jetzt nicht als Ausrede oder so nutzen, aber ich war heute im Krankenhaus, weil mich hat's heute richtig gelegt. Aber warum, weißt du, warum fährst du auch die ganze Zeit mit deinem Ei auch auf? Ja, tut mir leid, es macht so viel Spaß. Und wenn du eins hättest, würdest du auch damit rumfahren. Gebt uns mehr Pfeile. Na, die Frage ist, was die jetzt vorhaben. Also wir müssen irgendwie... Irgendeiner muss auf jeden Fall rüber, irgendeiner muss rüber. Ich hab noch nicht einen Pfeil getroffen, ich bin da voll an the fail. Lol, doch, jetzt habe ich angegriffen. Die haben irgendeinen Block abgebaut, wo ein Pfeil hinter war oder sowas. Okay, lol. Oh, nice, okay einmal hast du meinen Schuss getroffen, okay, ja. Er schießt wieder. Okay, also Freaks trifft gerade gar nichts. Und Freaks weiß ich eigentlich, dass der ein bisschen was treffen kann von den Bedwars-Runden, YouTuber-Runden. Weißt du was, da hinten sind Lillipads, lass doch drüber gehen. Ja, ich glaube, die kommen. Ja, die kommen, okay. die sind da, okay. Wo sie sind da? Hier, hier ist mein Schuss, die sehen. So, warte. Okay, geh auf Freaks, bei mir lag's gerade. Geh auf Freaks, auf mein Tast. Okay, ich bin im Wasser. Ich bin im Wasser. Ich lauf gerade ein bisschen. Okay, ich hab Freaks noch einen Hit gegeben. Okay, bei mir lag's. Okay, bei mir lag's nicht so. Okay, die gehen jetzt beide auf mich. Ich hau ab, ich setz einen Wassereimer. Ich esse auch einen. Okay, ich hab ihn gegessen. Okay, ich lauf weg. Ich geh auf Freaks. 1-on-1 mit Freaks.
Okay, ich hab. Warte, ich hab Freaks ins Wasser geboostet. Ja, ja, geh auf Freaks. Ja, Freaks. Oh, Freaks muss einen Goldapfel essen. Okay, nice. So, ins Wasser mit dem. Fuck it. Okay, das ist mein Just. Komm immer einzeln, das ist sehr gut. Okay, ich hab ihn mega gut getroffen, mein Just. Sie sind definitiv low. Ja, sie sind low. Okay, nice. Warte, ich schieß mit dem Bogen drauf. Okay, ich hab ihn dreimal mit dem Bogen getroffen. Dreimal. Oh Gott. So, ich esse meinen zweiten Goldapfel. Ja, ich hab. So, okay, Freaks ist glaube ich wieder voll, weil der kommt jetzt richtig auf Angriff hier. Ich fress auch meinen zweiten Apfel. So. Okay, Achtung. Auf Freaks. Oh, so. Okay, oh. Warte da, komm. Warte, ich komme. Okay, ich hab Freaks ein bisschen. Warte, ich helf dir. Einfach nur noch auf ihn. Ja. Er ist fast tot. Okay, ja. Freaks hat noch einen Diamanten. Scheiße, ich bin ins Wasser. Scheiße. Ich werde in 5 Minuten gekickt, okay. Ich bin tot. Scheiße. Nein. Nein, scheiße. Alter. Oh mein Gott! Ich hab so die Lags. Ich konnte nichts machen. Ich hatte zum Glück keine Lags, aber ich bin direkt auf ihn losgegangen. Ja, ich hab so die Lags. Es ist so fail, ohne Spaß. Es ist schön und gut, sie haben gut gespielt, echt GG. Aber ich hatte so die Lags. Man sieht's in meiner Aufnahme. Es ist echt schlimm. Geht hier /ping? Wahrscheinlich nicht. Ja. Well. In dem Fall gehen wir wieder im Farm. Whatever. Es ist einfach saumäßig nervig. Also ohne Spaß. Es ist bei aller Liebe, es ist ein cooles Projekt und so, aber der Server laggt bei mir seit Folge 1. Und das kann man einfach abstreiten, wie man will. Es ist einfach so. Kommst du? Ja. Ja, okay. Fuck, ich komme so. Scheißdreck, ey. Fuck off. Wir haben verloren, Leute, aber wir holen uns unsere Teampunkte zurück. Wir haben immer noch 0. Also jetzt ist einfach, jetzt dürfen wir nicht mehr sterben. Wenn wir jetzt nochmal sterben, dann sind wir raus. Ich glaube aber, dass Mindshust einmal mega low war. Ich glaube, der war einmal so low, weil der ist ja abgehaut. Klar, aber die hatten einen. Hier war der Killer. Killer. Jeden Diamantapfel mehr. Das war ihr Riesenvorteil. Und vor allem, denke ich, war einfach das Problem so, dass es bei mir einfach gelaggt hat. Ohne Scheiß. Es ist echt, sie haben nicht schlecht gespielt, das will ich hier auch gar nicht irgendwie sagen oder sowas. Aber ich konnte mich gar nicht richtig verteidigen, weil es bei mir einfach des Todes gelaggt hat. Ja, ich hab man auch in der Aufnahme. Ja, ich glaube, das hat man bei mir auch ein bisschen gesehen, dass du so ein bisschen rumgelaggt bist. Aber da kann man halt nichts dagegen machen, ne? Ja, jetzt müssen wir halt aber nächste Folge wieder farmen gehen. So, wo bist du? Hier, okay. So scheiße, ohne Spaß. Es fuckt mich gerade richtig ab. Naja, whatever. Naja, gut. Wir sind noch, warte, Slash Tea Time. Ich hab noch 6 Dias. Okay, ich hab noch 3 Dias. Ja, komm, dann lass jetzt aber noch. Wir gehen jetzt wieder in eine Höhle. Also, ja, fuck off. Ja. Das ist gut. Keine Ahnung. Wir müssen uns jetzt sowieso auch beeilen, dass wir gut und viel. Jetzt müssen wir einfach die nächsten Folgen durchfarmen. Juckt mich nicht, wieder Titanrüstung machen und dann. Es ist scheiße. Es ist echt einfach nur scheiße. Es nervt und fuckt ab. Ich hab alles gegeben, was ich konnte, ne? Ich konnte echt nicht viel machen. Egal zu wie ich hin bin, ich wurde in eine Combo gepackt und war wieder low. Das ist, ich konnte Goldapfel fressen, also zurückgehen, Goldapfel fressen, wieder rein, war low, tot. Ja, ich hab's gesehen, weil zum Beispiel bei mir, zum Beispiel mein Chast, hab ich eine richtige Combo gegeben, der ist dann weggelaufen. Oh, da ist eine Kuh. Den hab ich dann eine richtige Combo gegeben, er ist weggelaufen und was war dann? Im Endeffekt, bam, nichts außer heiße Luft, weil er konnte abhauen, hat den Dia-Apfel gegessen. Ja, nee, aber sie haben gut gespielt, ja. Das, was mich so abfuckt, ist nicht irgendwie, dass sie besser waren als wir, beziehungsweise ich weiß nicht, wie es aus deiner Sicht war oder aus deren Sicht, aber ich konnte einfach nicht viel machen, weil sie bei mir einfach nur rumgeleckt haben. Und auch am Ende, ich konnte gar nicht mehr wegrennen, verstehst du? Ich war am Wegrennen und dann plötzlich, zack, war ich tot. Irgendwie 3000 Kilometer weg von Freaks, weil ich schon vorher eigentlich tot war. Verstehst du? Ja. Du siehst es dann in meiner Aufnahme. Also es ist einfach Kacke. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Also ja, ich weiß, Leute, ihr habt das ja schon öfters jetzt gesehen, wenn ich mit Killer aufgenommen habe. Ist ja klar, wir sind ja auch zusammen im Team. Aber er hat ja öfters jetzt schon mal gesagt, dass bei ihm am Anfang der Folge es immer anfängt zu laggen. Und liegt ja, diese Lags liegen auch nicht irgendwie am Internet von mir, weil das kann fast gar nicht sein. Ich war ja bei mir zu Hause. Erstens, wo ich super Internet habe, also das kann man nicht abstreiten, wo ich halt aber der Ping-Player auf Doom bin. Und dort hatte ich halt auch immer diese Lags. Und jetzt bin ich bei meiner Freundin, ganz anderes Internet und habe die Lags nach wie vor. Verstehst du? Ja. Weil das gibt halt nicht viel Sinn. Richtig komisch.
Naja. Okay, wir werden in einer Minute gekickt. Wollen wir uns irgendwo reinbauen oder? Also wir müssen noch Essen suchen. Also ich habe jetzt nicht. Drei, ja, ich habe. Oh. Hä? Minecraft? Was? Ja, jetzt, das ist dann bei mir manchmal so. Mein Minecraft stürzt dann einfach mitten drin ab. Ich laufe jetzt noch in okay. Richtung. Ja, ja, ich bin gleich wieder da. Ist, keine Ahnung, ich bin in der Nähe noch. Muss halt dann einfach, wir müssen uns dann nächste Folge wieder finden. Ich gehe jetzt halt aber noch Tiere schlachten. Und jetzt beginnen wieder die Farmfolgen. Yay. Super. Aber trotzdem, wir haben alles gegeben. Wir haben alles gegeben. Es mag sein, dass es. Natürlich, die Lags, die haben das verhindert und so weiter. Fighten ist okay. Fighten müssten wir. Wollten wir auch. Aber also, ich bin hauptsächlich abgefuckt einfach, weil ich schlicht und einfach chancenlos war wegen Lags. Und das ist etwas, was halt einfach für mich zum Kotzen ist. Ja. Weil ich glaube, mittlerweile sollte ich schon lange gekickt sein und kann auch auf der Welt rumlatschen. Okay. Es ist keine Ahnung. Ja, ich seh dich. Also es ist echt. Ja, whatever. Sie haben es nicht schlecht gemacht, aber. Ja, aber trotzdem, ich finde, wir haben trotzdem auch mit Lags alles gegeben. Man kann natürlich jetzt sich noch weiterhin drüber aufregen oder es so akzeptieren. Ich finde, dass du gut gekämpft hast. Also das sage ich jetzt nicht, weil du mein Teampartner oder so bist, sondern ich finde einfach, dass du auch gut gekämpft hast und ich werde jetzt auch schon in 15 Sekunden gekickt. In der nächsten Folge werden wir uns auf jeden Fall runtergraben. Ich konnte jetzt einiges an Essen sammeln. Ist jetzt zwar nicht die Welt, aber ja, ich wurde jetzt auch gekickt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach eine positive Bewertung da. Guckt auch auf jeden Fall bei Killers Kanal vorbei. Das ist nämlich auch ein richtig fresher Dude. Und ja. Tröstet ihn, ja? Schreibt ihm ein, die Lags waren schuld in die Kommentare, okay? Das wäre es endlich. Ja, es ist einfach so. Es ist einfach so. Ich sage nicht, dass wir gewonnen hätten ohne die Lags. Das will ich gar nicht sagen. Aber das, was mich so aufregt, ist, es ist nicht. Wir sind ja Titan 1, sind wir auch bei so einem Fight rausgeflogen, wo wir gleiches Equip hatten und halt einfach schlechter gespielt hatten, beziehungsweise sie halt einfach besser waren. Und das ist etwas, damit kann ich gut umgehen. Das ist für mich kein Problem, aber ich hasse es, wenn man rausfliegt wegen irgendwelchen scheiß Lags oder wo du nicht mal was für kannst, weil ich konnte nichts machen, verstehst du? Freaks ist bei mir rumgeflogen und rumgehüpft und plötzlich war er da und dann wieder da und dann hatte ich 10 Hits kassiert wieder. Ja. Und das ist, da kannst du noch so viele Skills haben und keine Ahnung was, aber da kannst du nichts machen. Und das ist meiner Meinung nach einfach nur scheiße. Ja. Ja. Also ihr könnt mich auch gerne flamen in den Kommentaren, dass ich ein unfairer Verlierer bin. Es juckt mich auch gar nicht, aber es war aus meiner Sicht ein Scheißfight. Ist ganz ehrlich so, weil ich konnte nichts machen. Und wir sind gestorben, wir wollten den Fight, aber ich konnte nichts machen. Okay, gut. Tschüss.